Hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Silkro-Part. Und ihr seht, es ist nicht mehr weiß, es ist nicht mehr Eis, es ist Frühling wieder, Sommer und so, ne? Für Party, August. Nein, Spaß. Ich bin ein bisschen rumgerannt, denn wir haben den Bandit Fortress eingenommen. Der befindet sich hier. Hat meine Gilde ganz fleißig, wie sie waren, eingenommen. Und früher waren wir hier drüben, das ist schon ein Stück weg. Genau, wollte ich euch bloß mal kurz gezeigt haben. Das war es auch schon von dem paar Tülü. Ich bin weg, nein, Spaß. Ja. Jetzt habt ihr mal gesehen gehabt, wo ich hier auf jeden Fall bin. Da vorne ist dieser Bandit Fortress und hier sind zwei Portale. Und ich nehme jetzt heute ausnahmsweise mit Fraps auf. Denn ich habe noch ein bisschen was anderes vor und das zeige ich euch gleich. Gehen wir mal zum Tor 1. Jups. So. Hier sind wir beim Bandit Fortress drin. Und das Coole an dem Ding ist, wir können hier rein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Hier gibt es die verschiedensten Aktionen, die wir hier mal machen müssen, sobald ein Fortress War ist und ich habe Zeit, gehe ich da mal mit. Zum Glück wird Bandit Fortress ziemlich selten angegriffen von anderen Parteien. Von dem her gesehen haben wir hier ein bisschen ein chilliges Leben. Allerdings nichtsdestotrotz haben wir hier verdammt viele verschiedene, ja, eigentlich, ich nenne es mal Markierungen, ihr seht es selber. Hier sind allen möglichen Schmarren da. Mitunter auch ein Herz, was auch immer das sein soll, und ein Tor und Katapult und da oben ist irgendeine Schmiede. Ich werde da jetzt nicht spoilern, denn hier gibt es verdammt viel Zeug, was man machen kann. Mitunter auch Uniquest-Spawnen. Darum haben wir das auch eingenommen und auch ziemlich effektiv eingenommen. Ich glaube, zwei Leute haben es bloß eingenommen gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wie dem auch sei, normalerweise dürfte das für mich offen sein. Außer ich habe es vercheckt. Habe ich es vercheckt? Ah. Ich glaube, das geht da rein. Ich bin mir jetzt mal sicher. Ich war in Bandit Fortress, weiß ich jetzt nicht ganz, wo es reingeht. Beim anderen war, glaube ich, irgendwo. Waren da mal Gates offen? Ich glaube nicht, da muss man sich rein teleportieren, wenn ich mich ganz täusche. Tor des Ruhmes. Tor der Festung. Ich glaube, dass man sich da irgendwo rein teleportieren musste. Schauen wir mal kurz. Jetzt laufen wir oben lang. Laufen wir oben lang. Während ich jetzt hier rumlaufe zu diesem Tor, ich muss jetzt erstmal schauen, selber, wie ich da reinkomme. Es ist wirklich lange, lange her. Gehe ich ganz kurz schon auf das ein, was so wieder beiläufig passiert ist. Ja, Eddie hat ja jetzt seine Let's Plays aufgehört. Finde ich irgendwie ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen verständlich. Ich weiß nämlich, was er für Real-Life-Probleme, wie er es angesprochen hat in seinem Intro, hat. Und ich finde das absolut verständlich und gehe mir jetzt weiter nicht darauf ein. Ich finde es auf jeden Fall super, dass er so lange Let's Plays gemacht hat und ich weiß halt auch, wie gesagt, warum das so war. Egal. Hier, ganz schön, so ein komischer Stein. Drücken wir mal drauf. Ich glaube, dass es hier war. Tor des Ruhmes. Kann man sich da bloß wegteleportieren? Tor der Festung? Tor des Ruhmes. Kann man da nur. Ich wusste jetzt echt nicht mehr, wie es reingeht. Das ist peinlich, ne? Ihr merkt, dass er. Uppala. Wo ist er denn? Hier ist er. Nein, Anklage. Da muss ich vielleicht zum Tor der Festung. Ist auch egal. Ich habe heute aus einem ganz speziellen Grund auch mit Fraps aufgenommen. Welch Wunder, welch Wunder. Und zwar wegen Item Mall. Tada! Jetzt dürfte es eigentlich angezeigt werden. Erstmal wird es noch weiß angezeigt. Das lädt jetzt kurz. Das wird ja alles direkt übers Internet. Bla bla. Ihr kennt es ja. Jo. Schön, dass wir es auch mal gesehen haben. Nein, Spaß. Ich wollte eigentlich euch was ganz anderes zeigen. Und zwar die Item Mall. Und zwar den Avatar und Pet Mall. Ich hoffe, dass man es sieht. Wenn nicht, ne? Peinigt mich dafür nicht. Das ist schwer genug, das überhaupt hier aufzunehmen und so. Cool. Was ist das hier? Es gibt ja einmal die Item Mall und einmal sozusagen die Ankleide oder wie auch immer man das schimpfen möchte. Hier ist mein schöner Charakter. Hui, den kann ich mit Rechtsklick schieben. Mausrad zoomen. Bis zum gewissen Grad. Und linke Maus kann ich drehen. Hier kann ich dann irgendwie. Also Premium Silk und Silk ist ganz normal, natürlich ganz normal. Und ich kann hier Kleider anprobieren. Zum Beispiel. Das Arabian Dress hat keine zusätzlichen Effekte. Ups, na komm, jetzt. Keine zusätzlichen Effekte.
Das Schwert hinten schaut recht schick aus. Dann haben wir hier das Angel Wing Dress. Da muss man dazu sagen, das besteht aus zwei Teilen, nicht aus drei. Das Arabian Dress, oder wie auch immer man das sagen soll, besteht aus drei Teilen. Aus dem Kopf, dem Brustpanzer, Rüstungsgegenstand und einem Schmuckstück. Hier belegen die Flügel den Schmuckstück-Slot. Werden allerdings dadurch auch, wie soll ich sagen, man kann die Schulter nicht extra verzaubern. Ah, die Schmuckstück. Und normalerweise kann man halt hier irgendwelche Blues drauflegen, zum Beispiel in das hier, was auch immer. Dann gibt es hier dieses Devil Wing. Da gibt es auch nicht mal den, gibt's einen Kopf dazu? Eigentlich schon. Schauen wir mal. Ich glaube nicht. Anscheinend gibt es hier nicht mal den Kopf dazu. Jetzt wollen wir mal ganz kurz schon einen Schluck trinken. Ihr hört es, ich fange das Kratzen an. Eistee mit frischen Eiswürfeln. Dann haben wir hier, also hier natürlich das gleiche wieder wie mit dem Angel Wing Dress. Dann haben wir hier ein Pirate Dress. Sieht meiner Meinung nach ziemlich geil aus. Auch mit dieser Waffe hinten drauf. Ich meine, what the fuck? Auch hier keine Effekte. Bei den zwei Wings ist es so, wenn man sich bewegt, läuft man nicht, sondern fliegt man. Wie gesagt, Pirate Dress finde ich ziemlich geil. Optisch. Ein schöner Hingucker, auch von der Weite. Dann habe ich hier noch dieses Fur Dress, das ich eigentlich überhaupt nicht mag. Bei den weiblichen Charakteren schaut es noch hässlicher aus. Man hat halt hier einfach ein Babyrobbe um den Kopf gewickelt. Ich finde es eigentlich nicht schön. Sorry. Holy Night Dress. Auch hier wieder kein Schmuck mit dabei. Und Kopf diesmal schon. Bei diesem Babypfoten-Dress auch hier kein Schmuckstück dabei. Gibt es nicht überall. Das Holy Night Dress ist an sich, ja, es ist schon schick, aber ich möchte es gern sehen, aber ich selber ziehe es nicht an. Dann habe ich hier das Karneval-Dress. Wenn ich das. Ist das Karneval? Na, Clowns-Dress, genau so heißt es. Das wird gern gekauft wegen dem Schmuckstück, was ich jetzt nicht ganz verstehen kann, aber gut, wer es mag. Mir gefällt es nicht. Ist einfach wirklich hässlich. Sorry. Keine Ahnung, warum das überhaupt gemacht haben. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den interessanteren. Noch nicht ganz. Das schätze ich mal war eher ein Scherz von Joey Max. Keine Ahnung, warum sie das gemacht haben. Das sieht halt unglaublich hässlich aus. Das ist auch ein Karnevalsdress. Da steht es auch da. Hat drei Gegenstände, wenn ich mich ganz täusche. Schauen wir mal, wo der dritte ist. Hier ist er. Mir gefällt es nicht, muss ganz ehrlich sagen. Drum schnell weiter, hat auch keinen Effekt. Dann haben wir das Spartaner Dress. Das ist eigentlich schon mal wieder ein bisschen schick. Da gefällt mir auch die hinten des Dingens hier ein bisschen. Rips. Und ansonsten auch der Kopf ist ziemlich cool. Erinnert mich halt andauernd an 300. This is Sparta! Ne, und so. Ihr kennt es ja. Ich wollte jetzt nicht herumschreien, weil gegenüber schon meine kleine Schwester schläft. Yay! Die wohnt noch bei mir. Cool, ne? Bringt auch jeden Tag immer was zu essen, also super erzogen. Dann haben wir hier, das ist schon wieder cool, das Pirate Dress. Und zwar dieses, ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich glaube, das heißt Matrosenset oder sowas übersetzt. Sieht recht cool aus. Das hinten verstehe ich noch nicht ganz, was das darstellen soll. Aber wenn man den Effekt anklickt, dann versteht man es auch. Denn das ist mal richtig geil, oder? Mit diesem blauen Dunst, der hier aufsteigt. Ich finde das hammermäßig cool. Also so in etwa wird auch mein Dress vermutlich mal ausschauen. Dann gibt es hier noch dieses Black Angel. Auch hier wieder die Flügel belegen den Schmuckplatz. Das heißt, man verliert drei oder vier Blues. Und ja, man läuft nicht, sondern man fliegt. Ansonsten, es schaut wesentlich geiler aus als das Devil Wings und als das Angel Dress, finde ich. Also wer sich das kaufen will, mir gefällt es eigentlich schon ziemlich gut. Dann haben wir im Angebot ein Skeleton Knight. Pro an dem Ding. Die Waffe schaut geil aus, hinten die Sense. Ansonsten auch ziemlich ein geiler Hingucker, finde ich. Auch wieder dieses blau leuchtende Schimmern, das eben hier mit dabei ist. Man könnte einen anderen Kopf aufsetzen, das bleibt mit dabei. Beispiel den hier. Das ist also mit integriert, nenne ich es jetzt mal. Negativ natürlich hier wieder kein Effekt. Das bedeutet, man rennt dauerhaft in dem Funkelzeug rum, was auch mit sicher auf Dauer nervig wird. Dann haben wir
Wahnsinn, was wir hier alles Stresses haben. Die sind jetzt alle Limitless Sale, also eigentlich ziemlich cool. Hier. Samurai Dress, wie es mag. Mich erinnert es ziemlich stark an eine Armor-Rüstung von Chinese. Auch hier kein Effekt, drum gleich schnell weiter. Das hier, schätze ich mal, sollte irgendein Witz sein. Ich nehme mal irgendwas, was jetzt nicht gerade so stört. So. Das sollte vermutlich eher ein Witz sein. Ja, Türkendress. Ja, wer Türke ist und wer traditionell sowas mag, gerne. Ich bin's nicht. Ich bin eingefleischter Bayer. Lederhose gibt's doch keine. Schade drum. Dann das wohl mit Abstand peinlichste Dress, wo ich auch wirklich Leute sehe. Das ist das Elfendress. Auch hier wieder, man fliegt und läuft nicht. Accessory-Slot ist nicht belegt. Drum, man kann auch keinen zusätzlichen anlegen, wie man sieht. Drum ist das eher, boah. Das ist auch als Witz gedacht, nehme ich an. Ich sag einfach nichts dazu und klick einfach weiter. Das ist schon wieder eher cooler. Schaut ein bisschen so nach, da gibt es irgend so eine Anime-Serie. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Fragt es mich nicht. Die schaut auf jeden Fall doch ziemlich cool aus, das Dress. Fällt mir einigermaßen. Auch hier läuft man, glaube ich, und fliegt man aber nicht. Kein Special-Effekt, für den wir sehen weiter. Das wird von vielen auch sehr beliebt. Das Wind-Dress. Gibt es jetzt seit neuestem wieder auch im Sale. Die Woche erst rauskommen, wenn ich mich nicht ganz täusche, am Dienstag. Heute ist Donnerstag. Donnerstag. Was hier das Einzige, was hier nervig ist, man sieht es vielleicht ein bisschen. Ich glaube, ich kann die. Kann ich die Waffe, kann ich jetzt. Wenn ich die jetzt ablege. Original? Ja. Sehr gut. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen. Na, komm. Zoom, zoom. Diese Spitzen. Also. Ich meine, what the f. Ansonsten ist es ziemlich geil. Gefällt mir auch die, mit der Waffe hinten drauf. Kann man sich mal hier anschauen. Sieht ziemlich cool aus, die Waffe. Also. Oder vielleicht ein bisschen was Neutraleres. Nein, zu. Naja. Doch, da sieht man es auch schön. Ziemlich coole Waffe. Gefällt mir. Dann gibt es natürlich das, ich weiß nicht, wie es heißt, da Devil Wing Armor. Ist einfach zu bisschen zu pompös, auch wieder diese riesigen Knieschoner. Gefällt mir absolut gar nicht, weil es einfach zu extrem ausschaut. Und natürlich einer meiner Hingucker, die wo mir wirklich gefallen, Admiral Dress, auch mit dieser Waffe hinten drauf. Dieser Pistol oder Pumpgun oder was auch immer das sein soll, Sniper, whatever. Und ein New Arabian Dress. Was ich eigentlich auch ziemlich cool finde mit den Waffen hier. Auch hier wieder keine Special Effects. Ja, ist auch ziemlich schnieke. Ich warte immer noch auf das Pirate Captain Dress. Kann auch hier Haustiere einblenden und sowas. Ich warte immer noch auf das Pirate Captain Dress. Bin gespannt, wann das kommt. Sobald es kommt, werde ich es mal holen. So, genug gespoilert. Und, jo, genau. Gehen wir mal in den Bandit Fortress rein, wenn das wirklich jetzt diesmal das richtige Geld ist. Ah. Wo? Nein. Okay. Moment. Bin ich jetzt wirklich zu doof, dass ich da reinkomme? Ich hab's euch auf jeden Fall mal gezeigt, wie es ausschaut. Und ich dachte mal auch, dass man da irgendwie reinkommt. Ich weiß bloß mal wie. Vielleicht muss man auf das Gate klicken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall so schaut's aus. Haha, ist eh nichts Tolles drin. Also ich meine, unsere Gildenleitung kann da auf jeden Fall ganz schön rein. Es ist wirklich nichts Tolles drin. Ich wollte es bloß mal zeigen, wie es ausschaut, dass man sich hier oben drauf steigen kann und halt dann drunter schießen kann und sowas. Also nichts Spektakuläres eigentlich. Ja, hauen wir wieder ab, würde ich sagen. So. Denn ich habe noch was ganz anderes vor. Ich möchte mich nämlich Level Up machen und dafür muss ich jetzt erstmal wieder zurück in die Stadt. Und ich hoffe mal, dass mein PC nicht crasht. Ja, schreibt doch mal, was ihr so für Dresses habt. Jetzt habt ihr mal ein paar gesehen, was es so gibt. Ich warte, wie gesagt, nur auf dieses Pirate Captain Dress. Das wird aber nicht mal allzu lange auf sich warten lassen. Und das werde ich mal holen, weil es ziemlich geil ausschaut. Vor allem, man hat zwei so richtig geile Schwerter hinten drauf, was halt einfach bloß Hammer ist. Ach, die Hupe ist auch online. Ja. Und jetzt habe ich auch hier, falls man sieht, so einen Tag noch hinter dem Guildnamen. Let's Player. Ole, ole, ole. Auch recht schnieke. Wer es halt mag. Ich hab's mal hinschreiben lassen von Benny. Von Benex. Ah, genau, das wollte ich auch noch sagen.
Ich habe 30 Faded Beats. Habe ich mal so ganz gechillt mal zusammengefarmt. Die werde ich jetzt auch, guck mal. Hier mal kurz das Angel Wing Dress im Einsatz. Schaut eigentlich recht cool aus, ne? Ja, wie gesagt, wer es mag, ich... da ist auch noch eins. Kopf hat er vom Halloween Dress und Körper ist dieser Skelet Pirate, ja, dieser Matrose. Und hinten drauf noch eine Axt vom Pirate Captain. Also, man hat hier echt coole Kombinationsmöglichkeiten. Was ich aber eigentlich machen wollte, ich wollte jetzt eigentlich hier raus. Oh, wer funkelt denn da? Ja, hallo. Wieso bist du denn so durchsichtig, Madame? Ah, cool. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte mir jetzt eigentlich Level Up machen, denn ich habe 99, jetzt haltet euch fest. Boah, Säcke. Schau halt hin, wie sie sich durchcheaten. 99,81%. Und ja, ich habe natürlich gleich mein Dingens hier mitgenommen. Mein Suit. Und das wollte ich jetzt noch schnell machen. Solange ich noch Zeit habe. Dafür muss ich natürlich jetzt erstmal wieder auf die Eisfläche laufen. Und mal kurz schauen, ich habe... Ja, ein paar Leute sind online. Habe ich gerade vorhin noch hinzugefügt. Neuer Freund, mehr oder weniger. Eigentlich ist es ein alter neuer. Yay! Whatever. Ach ja. Bei mir ist übrigens gerade extrem schwül warm, also darum kämpfe ich hier wirklich mit meiner Nase und mit allem, dass ich ein bisschen atmen kann, weil es echt ekelhaft ist. Oh, Izzy ist aufgetaucht. Ich weiß, dass ich es nicht finden werde, aber yay, Izzy ist aufgetaucht. Ich könnte mal kurz suchen gehen, wo könnten die jetzt sein um die Uhrzeit? Die spawnen ja jetzt auch immer wieder neu, also... toll. Nein, schlechte Information, ich weiß. Die spawnen immer wieder neu, das ist ja schon Standard, aber die spawnen nicht nur neu, sondern die spawnen jetzt halt immer eineinhalb bis drei Stunden und davor sind mal, glaube ich, alle 3 bis 6 Stunden gespawnt. Bevor ich aber jetzt da Easy suche, gebe ich erstmal ein paar Quests ab. Zack. Und? Wieder annehmen. Damit mir ja nicht langweilig wird. Okay, hier habe ich nichts mehr. Hier habe ich noch eine Quest, glaube ich. Yep. Und was haben wir hier noch? Die gleiche nochmal natürlich. Die Laufquest habe ich noch nicht. Dann schmeißen wir das schon damit dazu. Und schmeißen wir hier dieses Ding ran. Das schaut eigentlich ziemlich cool aus. Das neue Lag. Ah, okay. Ich weiß auch wieso. Weiß es falsch über. Schaut eigentlich ziemlich cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir gefällt das eigentlich besser fast wie. Ja, da hat es halt auch diese komischen Dinger an den Ärmeln dran, aber das hier ist auch ziemlich stylisch. Mit diesen Federn und. Ja, cool, ne? Dann würde ich sagen, machen wir mal hier wieder Int. Dann, ich laufe mal nebenbei los und versuche mal, wo könnten die sein? Schauen wir, ob es eine Easy Party gibt. Easy, 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 easy. Ivy hier. Ivy. Captain Ivy oder Captain Easy? Schauen wir, was das für eine Hand. Ach, das sind doch die höheren eigentlich, oder? Nein, das sind die niedrigeren. Ach, die machen Captain. Nein, das sind die falschen. Ich bin auch schon blöd, ne? Ich verwechsel Easy mit Ivy. Hey, Captain Ivy? Easy hier, da haben wir es doch. Schauen wir, dass wir die schnell finden. Caro. Haut her. Fragezeichen. Hast du sie gefunden? Yeah! Cool, dann gehen wir mal dahin. Jack. Geh zu bestimmten Stelle. Gruppenmitglied. Jack. 80%. Ja, yeah, cool. Da gehen wir gleich mal hin. Dann kloppen wir mal. What the f. Alter Schwede. Und die soll ich im Fokus kriegen. Die zerlegen mich. Okay, erstmal ganz kurz Überblick verschaffen. Das sind en masse Gegner da. Und ich muss jetzt irgendwie hier durchkommen. Unser Kollege ist schon gestorben.
Muss ich gleich mit dazu sagen, natürlich hat McGildy mir auch schon versucht gehabt, mal einen Easy-Kill zu organisieren im Low-Level-Bereich. Aber leider ging es nicht. Jetzt muss ich mir erstmal hier ein bisschen freispielen. Schauen wir mal. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen am besten? Was war denn das? Ich frage mal schon der Gildi nach, ob mir jemand helfen kann. So, schauen wir, dass wir uns da irgendwie durchprügeln können. Ich überlege gerade wie. Ah, da ist sie. Here he is. Irgendwie, das Problem ist nämlich dieser Spawn, der nervt unglaublich mit der Zeit. Das wird man auch ziemlich schnell merken, weil nämlich jetzt alles auf mich losgeht. Ich habe jetzt, habe ich das Falsche angeschossen? Ich bin mir nicht sicher. Hm. 4, 3, 8, 4. Kommt's mal her zu mir. Ach cool, der könnte AOE-Damage machen. Hupe, hilf mir. Zieh den Spawn auf dich. Hupe! Nein, Hupe! So, hilf mir doch. Kill den Spawn. Schnell, Hupe. Also recht lange halte ich nämlich hier nicht durch. Das ist das ganze Problem. Sobald das Schild hier weg ist, bin ich im Arsch. Und zwar ziemlich schnell. Hupe. Machst du den Spawn oder machst du die Easy selber? Weil mein Schild ist nämlich gerade down. Ich glaube, der kloppt auf sich selber ein, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber das macht nichts. Habt ihr das irgendwo mal gesehen? Ich glaube, der hat es auch halt wirklich realisiert, dass ich da in der Nähe bin. Alter, ist die schon down? Nein, ich habe sie bloß abgeklickt. Ich krieg sie einfach nicht ins Target, das ist das Problem. Aber das ist unglaublich, also ich muss hier wirklich in Bewegung bleiben, weil sonst zerlegen mich die Viecher. Das merkt man spätestens dann, wenn... Oh, Shit-Button an und so, und jetzt rein da. Ich kann sie nicht mal mehr anklicken, wie man sieht. Das ist echt ein Problem. Natürlich, als Botter haben wir da absolut kein Problem. Ich extra schon ein Schild rausgehangen, bitte nicht stören. So nach dem Motto, ich mache eine Aufnahme. Und dann kommen sie alle rein. Schön. What the f... Ja, so ein Schild bringt mir schon wirklich viel. Diese Blockrate ist abartig. Aber ich habe natürlich wieder die ganzen Mobs am Arsch, ganz klar. Nein, 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 nein. Jetzt gar keinen AOE-Schaden machen. Sonst bist du nämlich im Arsch, lieber Nidrak. Einfach kannst du mal draufprügeln. Ist die schon down? Na toll, wie soll ich denn die ins Target kriegen, bitteschön? Dieser Riesen-Yeti ist doch vor der... Jetzt raus, 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 raus. Schild an. Jetzt merkt man auch, wieso das Easy vielleicht für mich noch ein bisschen so hoch ist. Denn... Der Damage. Oh, fuck. Ich kann da nicht hin. Das ist einfach zu krass. Ein paar Elite sind noch mit dabei, die lure ich mal raus. Wenn wir Glück haben, kriegt sie Hupe. Ist Hupe überhaupt in dem Level, dass er sie kriegt? 770. Ja, doch, doch, doch. Die kriegt er schon noch. Finde ich cool. Hat er sie bekommen? Oh, jetzt spawnt die nächste Welle. Also, nee, 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 sorry. Das ist schon ein bisschen heavy, ja, was da alles aus rauskommt von dir, sagen wir es mal so, wie es ist. Also ich wüsste nicht, wie ich die killen sollte. Zumindest in dem Level. Es ist auch wirklich nicht machbar normalerweise in dem Level. Es ist auch normalerweise wirklich nicht machbar in dem Level. Schauen wir hier noch kurz zu, wenn sie stirbt. Halleluja. Jetzt habt ihr es auch mal gesehen. Also Eevee geht schon ein bisschen besser ab. Naja, wie dem auch sei. Schade. Vielleicht kriegt sie Hupe noch. Schauen wir mal kurz im Chat. GZ Hupe. Naja. Was könnt ihr noch machen? Meine Faded Beats möchte ich noch durchballern, genau. Dafür muss man schauen, wie viel haben wir denn? 117, ich schreibe mal kurz auf. 1, 1, 7, 3, 4, 4, 2. So. Und dann ballert man mal durch. 600, 600, 200,
3000, 600, 1400, 200, 1000, 1000, 200, 600, 200, 600, 1400, 200, 200, 200, 1400. Was haben wir hier noch? 2000. Ach komm, da ist nur Scheiß dabei gewesen. Nur kleine Zahlen. Hat sich schon fast nicht rentiert, ne? Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen wieder was zum Leveln. Ich werde jetzt die ganzen Quests hier weitermachen. Werde dann auch so schnell wie es geht diese Zonas noch vorstellen, glaube ich, waren es. Oder war ich die Planer hab ich gemacht? Planer habe ich gemacht. Zona möchte ich euch noch zeigen. Naja. Ist nicht großartig anders. Geht hin, klatscht die Dinger und gut ist. Und jo, damit würde ich sagen, hau ich jetzt auch mal ab. Ich zocke jetzt ein bisschen weiter. Von dem her gesehen, tüdelü, euer Netrak. Bis zum nächsten Mal.